Coffee Days and Whiskey Nights. 32 Pounds, 2 Seiten, keine Rücken und keine Restarts. Die Schritte. Wir beginnen mit dem rechten Fuß, einen Step oder Stomp zur Seite und zwar schräg nach vorn. Stomp und dann ein Heel, das heißt die Hacke, die Zehenspitzen, das ist der Toe und einen Touch daneben, sodass der linke frei ist. Das gleiche mit links, ein Stomp und ein Heel, Toe und ein Touch. In der Tanzbeschreibung, die hier verlinkt ist, wird auch darauf hingewiesen, dass es Heel, Toe, Swivel heißt. Es meint aber genau das. Ja? Das heißt also, dass abwechselnd einmal Hacken und einmal die Fußspitze bewegt wird. Rechter Fuß ist frei. Es geht viermal schräg nach hinten mit Touch und Clap. Das heißt Step, Touch, Clap, Step, Clap, Step, Clap und Step, Clap. Alles schräg nach hinten. Der rechte ist frei. Einmal Grapevine mit einer Vierteldrehung. Das heißt Side, Behind, Viertel, ein Hold. Und jetzt möchte ich nochmal über die rechte Schulter eine Vierteldrehung machen. Macht zuerst den Step nach vorne, dann den Viertel, ein Cross und wieder ein Hold. Link ist belegt, rechts ist frei. Und in der Tanzbeschreibung steht es zwar nicht als solches drin, aber es ist wie eine Art Rumba-Box, nur mit einem Hold in der Mitte. Das heißt, mit dem rechten zur Seite, Close und Back, ein Hold. Und mit dem linken zur Seite, dann Close und ein Step nach vorne, Hold. Hier ist der Tanz schon zu Ende. 32 Counts, echte 32 Counts mit keinen Umschritten. Das heißt, hier wird es wieder von vorne losgehen mit Stomp, Heel, Toe, Tap. Stomp, Heel, Toe, Tap. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ganze einmal mit Musik.